Servus zusammen und recht herzlich willkommen auf unserem Projekt Die Alpen Map Neu Minibrunn. Ich stehe hier vor dem Fendt. Es ist Zeit, noch ein bisschen Feldarbeit zu machen im Oktober. Und wir müssen unbedingt dieses Maisfeld hier auf jeden Fall noch pflügen mit dem Tiefenlocker. Und es gibt noch jede Menge andere Dinge zu tun hier auf der Map. Denn ich hätte beinahe vergessen, dass wir auch noch ein bisschen ernten müssen. Ich hatte ja angekündigt, dass wir demnächst in die Sonnenblumenernte gehen und dann noch die entsprechende Ölmühle kaufen. Aber davor habe ich noch vergessen, dass wir noch zwei Sojafelder haben, die ich geerntet habe. Zumindest das erste schon mal. Das zweite will ich heute noch ernten in dieser Folge. Und parallel dazu gibt es natürlich noch mal jede Menge Arbeit hier bei uns auf den Feldern. Jo, die Maisfelder müssen natürlich gepflügt werden. Und das mache ich mir am liebsten natürlich mit diesem Tiefenlockerer. Der hat nämlich eine ordentliche Arbeitsbreite. Braucht man natürlich auch ein bisschen PS, aber das ist ja alles jetzt mittlerweile kein Problem mehr hier auf dieser Map. So, dann einmal ablassen und wir fahren los. Und das Schöne ist, wir können hier ein bisschen zielen. Und zwar bei Mais oder auch bei Sonnenblumen und ähnlichen Früchten, die ja hier in Reihe gelegt werden, haben wir dann so eine kleine Zielmarkierung. Auch ohne GPS oder ähnliches schaffen wir es dann, einigermaßen in der Spur zu bleiben, was hier jetzt erstmal am Anfang wichtig ist. Denn ihr wisst es ja, hier mit diesen Bäumen direkt am Feld hat der Helfer immer ein bisschen ein Problem. Also die erste Bahn müssen wir selber fahren und dann springen wir rüber zu unserem New Holland. Und der Abfahrer, die stehen nämlich auch schon bereit auf dem Feld. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. So. Und dann würde ich hier auf jeden Fall noch das Vorgewende auf dieser Seite fahren, damit wir hier nicht in die Bredouille kommen mit der Straße. Und die Felder bereiten wir erstmal alle vor, aber ich denke dann über den Winter lassen wir die dann soweit brach liegen. Und dann können wir auf jeden Fall im März, April wieder loslegen mit der Aussaat. Und Mais und Soja bzw. auch Raps sind definitiv angesagt, um entsprechend auch wieder Futter für unsere Tierchen zu bekommen. Vor allen Dingen für die Schweinchen. So, Dele, jetzt fahren wir noch einmal hoch. Und dann schicken wir hier den Helfer los. Und dann habe ich auch noch einen Mulcher gekauft, denn wir werden jetzt auch ein bisschen Stoppelsturz machen hier auf den Feldern mit einem Mulcher. Auch da steht der Traktor im Prinzip schon einsatzbereit. Und ein kleines bisschen habe ich auch Kosmetik in der Zwischenzeit am Hof gemacht, das zeige ich euch dann auch gleich. Und dann bringen wir den Kollegen hier in die Spur. Und dann ab die Post. Sehr schön. Das sollte jetzt so klappen, denke ich. Und wir schauen mal, wo sind wir auf dem Hof? Hier sind wir auf dem Hof. Und wie gesagt, ein klein bisschen Kosmetik, denn mittlerweile haben wir es die Randsteine angetan. Und das macht schon echt Sinn, da hat man wenigstens einen ordentlichen Übergang. Deswegen habe ich mir auch gedacht, wobei hier weiß ich auch noch nicht, da haben wir noch ein bisschen eine freie Fläche, da können wir noch ein bisschen was basteln. Aber hier unten habe ich mir dann einfach gedacht, machen wir mal hier einen ordentlichen Übergang. Auch wenn der jetzt hier nicht ganz so toll ist, aber das Problem ist halt mit dem Anheben, weil wir hier nebendran diese Produktion haben, klappt das nicht ganz so gut. Es schwebt ein bisschen. Ja, ich gebe zu, vielleicht mache ich hier auch noch ein bisschen was. Aber prinzipiell muss ich sagen, finde ich, das sieht es jetzt ganz gut aus hier, wenn wir eben die Abgrenzung zum gepflasterten Teil hier unter der Halle haben, zu dem etwas wilderen, ja, Kies, altem Hofbestand sozusagen. Muss man mal schauen, vielleicht machen wir hier drüben auch noch ein bisschen was. Aber wie gesagt, immer mal so ein kleines bisschen Deko, ein kleines bisschen was verbessern, ein kleines bisschen arbeiten hier an unserem schönen, schönen, schönen Hof auf Neuem Minibrunn. So, wir haben hier den Abfahrer, den Fendt. Da drüben haben wir den New Holland, der bereitsteht für die Ernte. Wir schmeißen den Motor an und dann kann es eigentlich schon losgehen. Ich bin am Überlegen. Ja, ich glaube, im Anhänger habe ich auch schon. So, ja. Dann legen wir mal los.
Und um ehrlich zu sein, hätte ich ja eigentlich mal wieder Bock auf einen Drescher mit, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Niveauregulierung oder sowas ähnliches. Wir hatten ja schon mal so einen Drescher, aber ich habe alles darauf gewartet, dass ein Update kommt. Denn wir hatten dann ein bisschen Probleme mit dem Helfer, dass eben dann diese Regulierung nicht richtig funktioniert hat. Oder sagen wir es mal so, der Drescher ist immer mal irgendwo hängen geblieben, interessanterweise. Aber ich hätte mal wieder Bock, das Teilchen auszuprobieren, weil das war irgendwie schon spannend, wenn er eben dann wirklich hier der Drescher und das System dann ein bisschen sich anpasst und wirklich geschmeidig hier am Feldrand bzw. an der Neigung entlang fährt. So, wir schicken hier mal den Helfer los und dann haben wir irgendwo hier noch... Hä, wo ist er denn? Ist der mir jetzt hier durchgeflutscht? Wo ist er denn? Da ist er doch, der Steier habe ich runtergeholt und zwar hier mit diesem Mulcher und da soll er einfach hier mal ein bisschen Stoppelsturz machen. Das Feld schon mal ein bisschen vorbereiten. So, auch hier Motor an und wir könnten doch einen kleinen Screenshot, ein Thumbnail und... Ja, immer schön, wenn der Fahrer mit zu sehen ist. Und zack, ab die Post. So, dele. Jo, sehr schön. Also hier ist der Steier unterwegs und der macht hier jetzt ein bisschen Feldarbeit. Der mulcht, macht einen Stoppelsturz hier auf dem Feld. Da hatten wir Getreide oder Weizen drauf. Ich weiß es jetzt gar nicht, nur Weizen oder Gerste, aber ich denke, Weizen wird es gewesen sein. Sehr schön, das schafft er auch alleine. Da braucht er uns nicht. Dann kümmern wir uns in der Zwischenzeit um ihn hier. 25%. Wir schauen mal kurz auf die Karte und ich denke, es wird sehr grün. Ja, hervorragend. Gute Erträge. Dann lasst uns mal kurz reinschauen, wie es hier aussieht. Wir sind bei 10%. 100. Jackpot, Freunde. 100 auf diesem Feld, hier 99, dann habe ich, wo habe ich denn? Hier haben wir vorhin, da habe ich noch abgeerntet, stimmt. Ja, da haben wir Unkrautbekämpfung keine gehabt, okay. Ansonsten sieht es alles gut aus, alles so über 90%, sehr schön. Hier auf dem Feld, da muss auf jeden Fall noch was gemacht werden, ist klar. Da haben wir jetzt Gras drauf und das Feld haben wir, glaube ich, genau, da war ja Zuckerrohr drauf, haben wir auch gepflügt. Und diese zwei Felder, die sind jetzt demnächst fällig, im nächsten Monat, da sind die Sonnenblumen drauf. Und dann holen wir uns auf jeden Fall, ich glaube, hier ist sie, die Ölmühle. Und dann werden wir Sonnenblumenöl herstellen, Wunderbärchen. 37, hervorragend. Dann können wir ja in der Zwischenzeit mit ihm hier noch ein kleines bisschen Silage holen und in die BGR werfen. Und dann ist ja wieder hier richtig Action angesagt. Das heißt, wir haben jetzt zwei Schlepper unterwegs. Einer, der pflügt, einer, der mulcht und haben dann noch unseren Drescher unterwegs. Falsch, ich muss da lang. Wir wollten ja Silage holen. So rum ist ja richtig. So, dele. Mischration, Schweinefutter, Silage. Und da werden wir mal die Hilfe wieder einschalten. Die Hilfe. So, und ich denke, hier kann man dann auch mal ein bisschen was basteln, damit das hier sauber aussieht. Ja, immer mal gibt's was zu tun am Hof. Das ist doch wunderbar. Neue Mini-Brunnen, unsere Alpenmap hier in unserem Projekt. Ich glaube schon Folge 102. Und hier haben wir auch schon bald, ich glaube, die 200 Stunden geknackt. Mit Sicherheit. So, wir holen nochmal eine Schubkarre voll. Jo, dann können wir jetzt hier rumfahren. Ja, können wir natürlich auch mit einem größeren Hänger, aber der Punkt ist halt, der ist gerade als Abfahrer. Die beiden Hänger sind als Abfahrer unterwegs. Wir könnten natürlich hier auch den Strautmann ein bisschen vergrößern auf 1200, aber ich denke, das passt so.
So, dann schauen wir mal, was wir denn da drin haben jetzt. Ich gehe mal davon aus, die BGA läuft. Die BGA läuft. Nein, die läuft noch nicht. Dann schmeißen wir die mal an. Gülle ist auch jede Menge. Das läuft auch hervorragend. Und auch im Fermenter-Silo wird gearbeitet. Häckselgut über 400.000. Das war unsere Häckselaktion, wo wir den Mais gehäckselt haben. Da wird natürlich auch jede Menge Silage jetzt reinkommen. Hervorragend. Und Gras haben wir auch noch 120. Also ich sehe hier über 500.000 Liter Silage, die wir dann über den Winter auf jeden Fall in unsere Hof-BGA werfen können. So, da oben haben wir mittlerweile an der Molkerei ja auch zusätzlich die Schokoladenproduktion, denn wir können ja jetzt auch Zucker produzieren aus dem Zuckerrohr, das in unserer Fabrik ist. Und das läuft hier in der Zuckerfabrik. Zuckerrohr zu Zucker. Jo, hervorragend. Läuft. Und dann steht auch noch ein großer Anhänger dort mit Material für über den Winter. Also ich denke, da hat diese Fabrik hat jede Menge Arbeit. Die kann jetzt jede Menge Zucker produzieren. Also ihr seht, hier geht es ein bisschen weiter. Wir werden immer noch ein bisschen mehr hier auf jeden Fall unsere Produktionen pimpen. Und früher oder später sehe ich auch uns irgendwo hier oben. Irgendwo hier oben ist doch, ich sehe hier rechts, sehen wir sie da durch die Bäume. Die Müsli-Produktion, die wird dann auch irgendwann mal anstehen. Aber ich glaube, da brauchen wir Trauben oder Rosinen oder irgend sowas. Wenn ich richtig weiß, für die Müsli-Produktion brauchen wir, glaube ich, Rosinen. Und dann müssen wir tatsächlich dieses kleine Weinberg oben am Berg, denke ich, noch einkaufen. So, hier haben wir noch ein bisschen Luft. Da passt noch was rein an Soja. Und ich muss mal schauen, ob wir das Soja in das normale, in das Multifrucht-Silo werfen. Oder brauchen wir das Soja für die Schweinefutterproduktion. Da muss ich gerade mal reinschauen. So, wir werden auf jeden Fall mal hier abtanken. Und wenn ich das richtig sehe, ist der andere Kollege hier mit dem Mulchen fertig. Ja, und wie gesagt, dann schauen wir mal, wie hier der Winter mit den entsprechenden Finanzmitteln sich entwickelt. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir zum Beginn der nächsten Saison entsprechende, ja, ich sage mal, den Fuhrpark etwas optimieren. So. Okay, dann machen wir das mal zu, machen hinten auf. Eieieiei. Ja. Ganz schön aggressiv hier, der Drescher. So. Sehr gut. So, ich glaube, hier ist er. Der ist fertig. Okay, also da hatten wir Weizen drauf. Und okay, also Stickstoff ist... Nee, das ist pH. Sorry, das ist der pH-Wert. Der ist perfekt. Stickstoff sind noch 100 drauf. Okay, das heißt, wir haben eigentlich gut vorgearbeitet. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Haben wir hier schon gedüngt? Haben wir da schon Gülle oder ähnliches draufgebracht? Ich weiß es nicht. So, da unten steht noch ein Waldrahm mit dem Schneidwerkswagen. Jetzt muss ich ein bisschen... stopp mal. Hier geht's raus, oder? Nee, rechts geht's raus. Augenblick, jetzt bin ich aber völlig verwirrt. Links geht's raus, genau. So... Dann bringen wir auf jeden Fall mal den Mulcher wieder zurück und dann schauen wir mal, ob wir mit dem Steier hochfahren. Aber im Moment steht ja oben an unserem Alpenhof ja, an der Alpenwiese sozusagen, an der Bergwiese steht ja im Moment nichts an, soviel ich weiß. Aber wir müssten dann auch mal reingucken, wann wieder der nächste Schnitt angesagt ist. Also ich weiß nicht, ob wir im November nochmal einen Schnitt machen sollten. Und dann müssen wir nochmal gucken, was unser Fendt macht. Der 728er. Der mit dem Tiefenlockerer unterwegs ist. So, dele. Einmal hier links rein in die Halle. Und dann werden wir da bestimmt ein Plätzchen finden für unseren Mulcher. Augenblick. Ja, ja. Müsste Platz sein. Da kommen wir auf jeden Fall noch an den Gruber ran. So.
Soweit, so gut. So. Den machen wir erstmal aus. Da ist soweit alles im grünen Bereich. Wo ist er denn? Ah, ja. Das haben wir mir schon gedacht. Da übernehmen wir mal kurz. Da werden wir hier noch ein bisschen von Hand anlegen und das hier mal korrigieren. Jo. So. Ja, ist eigentlich mehr oder weniger egal, aber wir können jetzt natürlich auch da unten lang fahren. Und dann fahren wir einfach mal hier, weil früher oder später haben wir auch auf der Spur natürlich ein bisschen Probleme. So. Deswegen würde ich das jetzt auch von Hand fahren. Ja, sehr schön. Das müsste doch so passen. Dass wir A, das Feld und B, keine Bäume erwischen. Ja, wir können ein bisschen noch rüberfahren. Wunderbar. Ja, wie gesagt, Oktober, jetzt im November haben wir dann nochmal richtig Action mit den Sonnenblumen. Und dann können wir uns voll und ganz über die Wintermonate auf die BGA und die Produktionen konzentrieren. Und natürlich dann langsam aber sicher, ihr wisst es ja, für viele, viele, viele Produkte ist dann eben der Januar der Verkaufstag sozusagen. Dann gibt es dann die besten Preise. Dann werden wir hier in unser Logistikgeschäft einsteigen müssen und endlich aus den Lagern die entsprechenden Materialien verkaufen. Butterkäse und was da so alles noch so ansteht. So, dann lassen wir ihn mal fahren. Das müsste soweit passen. Dann einmal hier wieder durchgeschranzt und schauen. Ah, interessant. Was macht er? Er fährt hier zurück. Okay, dann übernehmen wir das Ganze. Ja, es ist immer das Gleiche. Immer muss man hier die Helfer im Auge behalten. So, ist aber hier natürlich auch das Gleiche hier auf dem Feld. Dass wir natürlich immer ein bisschen ein Problem haben mit den Bäumen. So schön das auch ist und so wie es auch letztendlich dazugehört. Aber für den Helfer bedeutet es immer hier so ein bisschen ein Problem, dass er dann nicht damit zurechtkommt. Aber gut. Deswegen sind wir ja auch ein bisschen hier und deswegen wollen wir hier auch arbeiten und nicht nur zusehen. Wie sieht es eigentlich rechts aus? Ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal rüber, ist klar. Yep. Aber so oder so müssen wir einmal hin und wieder zurück. Okay, dann hätten wir das Feld auch soweit. Fast, fast. /77, also das sind fast 2 Wagenladungen. Also ich glaube, da war der Ertrag ordentlich hier auf dem Feld. Wunderbar. Ja, wir werden jetzt auch ein bisschen kürzer treten, weil wie gesagt, wir haben jetzt jede Menge Felder und Feldarbeit und das müssen wir auch erstmal ein bisschen koordiniert bekommen und wir müssen mal schauen. Mit Sicherheit werden wir auch das ein oder andere Gerät eventuell doppelt kaufen, zum Beispiel auch Saatmaschinen. Müssen wir mal sehen, denn mit Direktsaatmaschinen sind wir natürlich deutlich effektiver und dann müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht das ein oder andere Gespann duplizieren oder wie wir es dann auch effektiver einsetzen, denn wir haben ja noch ein bisschen Pläne. Wir haben ja noch Flächen, die wir bebauen wollen, eventuell auch mit Produktionen oder auch mit einem weiteren Kuhstall, denn die Idee war ja auch noch da. Wir haben ja oben noch eine zweite Bergfläche hier an unserer großen Wiese und da bietet sich es eventuell an, je nachdem, noch eine Produktion oder eben noch einen weiteren Kuhstall. So, dann werden wir das hier jetzt noch abladen.
Und eigentlich könnte ja der Drescher in der Nähe bleiben, aber wir haben ein bisschen das Problem. Ich muss auf jeden Fall an den Hof zurück, um das Maisgebiss, den Maispflücker zu holen. Denn, wie gesagt, im nächsten Monat haben wir da unten sind die Felder mit den Sonnenblumen. Und die sind dann natürlich dann fällig. Sehr schön. So, dann bringen wir den erstmal dahin. Dann würde ich sagen, wir klappen zu. Okay, dann lassen wir den erstmal hier stehen, die Handbremse rein. Und wenn wir jetzt hier rüber sprinten zum kleineren Fendt, zum 720er, dann schauen wir jetzt nochmal kurz in die Produktionen, weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was wir hier bei unserer landwirtschaftlichen Produktion für, da haben wir sie nämlich, für unser Schweinefutter brauchen, Sonnenblumen, Mais und eben, was ist das, Gerste oder Weizen, ne? Und Zuckerrüben. Also auf jeden Fall kein Raps. Quatsch, Soja. Das heißt, dann bringen wir den Soja jetzt erstmal an den Hof ins Silo und dann sehen wir, wann wir da einen guten Verkaufspreis dafür bekommen. So, ich glaube, hinten müssen wir noch abdecken. Yep. Und ich will mal ganz kurz noch schauen, wenn wir hier auf dem Feld noch in der Nähe sind. Oh ja, hier müssen wir auf jeden Fall noch kalken. Hier müssen wir kalken. Aber so wie es aussieht, müssen wir hier noch nicht pflügen. So, auf geht's. Zurück zum Hof. Und dann denke ich, sollten wir eigentlich in der nächsten Folge soweit sein, dass wir mit der Sonnenblumenernte beginnen können und dass wir natürlich dann eben die Ölmühle kaufen und dort in die Produktion mit einsteigen. Dann wird es auf jeden Fall im Produktionsbaum jetzt langsam schön, schön übersichtlich. Ist also ein bisschen Punkt hier auf der Konsole, dass wir uns hier wirklich dann durchhangeln müssen und nicht mit einem Scrollrad schnell runterscrollen können. Ja, das ist halt immer dann ein kleines bisschen der Nachteil, wenn man eben hier auf der Playsee mit so viel Produktionen und entsprechenden, ja, Arbeiten, entsprechenden Produktionen und entsprechenden Tierhandlungen und was weiß ich alles, was wir eben so haben, alles arbeiten. So, ich muss hier einmal kurz durchschalten. Zack, zack, zack. So, jetzt ist die Frage, müssen wir links, rechts? Aha. Oder müssen wir das erst aufmachen? Warum kann ich jetzt hier nicht abladen? Ja, dann fahren wir noch einmal durch. Augenblick, ich mach mal hinten. Oder habe ich jetzt irgendwas verpasst? So, nochmal. Den vorderen. Den vorderen Kipper. So, da machen wir mal den Blinker aus. Und jetzt sollte doch eigentlich... Kann doch nicht voll sein, oder? Was ist denn jetzt das Problem, dass wir das nicht in Silo bekommen? Soja kann doch nicht voll sein. Augenblick. So, Abkippseite links, hinten. Jetzt, okay. Ja, also irgendwie scheint der Trigger für links, rechts nicht richtig. Naja, wir kriegen es auf jeden Fall abgekippt. Nichtsdestoweniger soll es das für die heutige Folge gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann, wenn es in die Sonnenblumenernte geht. Also, wunderbar, wunderschön. Ich bedanke mich recht herzlich und sage wie immer Tschüss, Ciao, Cheerio. Bis zum nächsten Mal.